Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Risen 3 Titan Lords. Wir sind hier gerade dabei, ein Ungeheuer, ein Meeresungeheuer zu töten. Wow, langsam, langsam. Das Schiffchen ist etwas, ja, wie gesagt, es ist schwerer zu steuern wie jedes Auto. Aber naja. So, sind wir hier so richtig? Ich hoffe. Wow. Ich glaube, ich muss da näher ran. Das bringt ja nicht so viel, wenn ich da von der Weite schieße, ne? Glaube ich. Kuckuck. Da ist er ja. Oh, der Wellengang ist auch etwas ungünstig. Ah, wir haben was erwischt. Wir haben was erwischt. Sehr gut. Wir werden das schon irgendwie hinkriegen. Das wird wohl in 2 Stunden wird es wohl besiegt sein, das Viech. Ich weiß, ich könnte wahrscheinlich, wenn ich weiter ransegle an das Viech, wird wahrscheinlich besser sein. Ich höre es knurren, aber ich sehe es nicht. Es ist schon wieder hinter uns. Na, schaut nicht so aus. Da vorne. Bam! Irgendwas hat erwischt. Irgendwas haben wir erwischt. Sehr gut. Ich baller halt einfach mal. Um Gottes Willen. Nicht zu nah, du Viech. Boah, aber Wellen macht er Horrex. Da. Also ja, wir wollen das sehen, wo es gibt. Ja? Was war das? Hat es uns jetzt gerammt? Es ist hinter uns. Hinter uns heißt einmal drehen. Na ja, da drüben ist er. Ich versuche halt mein Möglichstes, es zu treffen. Jawohl, voll ins Goschel. Da hinten. Da hinten. Da ist aber noch nichts. Da hinten. Und bam. Und bam. Und bam. Und gehen wir. Irgendeiner wird schon treffen. Ich glaube, haben wir schon erwischt. Ein zweites Mal zu treffen wäre noch cool gewesen. Ist er weg? Ich glaube, er ist weg. Na bitte, immerhin schon mal ein kleines bisschen. Ich habe jetzt mit dem Kraken oder so geredet. Ich dachte, Mara wäre wieder hier, ne? Aber dass so ein überdimensionaler Goldfisch uns angreifen will, ne? Ist aber nicht sehr nett. Da wird die Mama leicht ungehalten da. Und jetzt habe ich gar nicht getroffen. Gratuliere. Kann man nur gratulieren. Ich probiere mal so gut es geht. Hat es hingehauen? Ich glaube nicht, das ist zu weit weg, ne? Dieses Scheusal. Ja, guten Tag. Wahrscheinlich kommt jetzt da drüben raus. Denke ich mal. Irgendwann mal vielleicht. Kann sie noch ein bisschen hinziehen hier, ne? Ja? Ja? Ich kann sie hören, aber nicht sehen. Sie ist jetzt wieder hinter uns. Ich drehe mich mal. Na? Halt, nicht so hastig. Was haben wir da vorne? Nix, gell? Na? Hören tue ich ihn, aber sehen nicht. Das ist immer gefährlich, wenn man Monster nicht sieht. Es ist hinter uns. Ja, Gott sei Dank. Also hier. Wow. Bam. Da hinten. Wow, das war zu... Das war jetzt nicht gut, was ich gemacht habe. Hä, wo ist er? Da. Da ist er zu weit weg, ne? Da. Oh, habe ich ihn erwischt? Kann er sich regenerieren? Das ist schlecht. Ich glaube, der heilt sich wieder, oder? Der Mistkerl. Oder schaut es nur so aus? Boah, das wäre übel. Das wäre nicht schön. Ganz und gar nicht schön. Ich baller halt einmal, ne? Irgendwas wird schon treffen. Wenn er getroffen ist, ist er richtig flott unterwegs, ne?
So, kleiner Regenwurm. Wo sind Sie? Hallo. Da drüben wieder. Bam, bam. Bam. Noch mehr Bam, Bam. Und das wird schon mal treffen hier. Jawohl. Volltreffer. Geht ja schon, oder? Nochmal. Wow. Voll in die Gosch. Ich glaube, das hat ihm nicht geschmeckt. Könnte auch nicht sie sein. So aggressiv wie das Biest ist, muss es weiblich sein. Aha. Ich kann dich von da herüben hören. Irgendwo. Bilde ich mir ein. Huch. Nein. Hä? Wo habe ich ihn jetzt gehört? Das hat sich so angehört, als wäre er rechts neben uns. Oh, da habe ich mich wohl vertan. Hä? Im schlimmsten Fall ist er unter uns. Hallo? Wo sind Sie denn? Es ist hinter uns. Ah ja, schon wieder. Einmal wenden, einmal wenden. So. Langsam. Dann probieren wir unser Glück. Bam, bam, bam. Bam, 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 bam. Bam, bam, bam. Am besten durchs Wasser durchschießen, nur Problemo. Haben wir ihn erwischt? Ich fürchte nein. Ich drehe das Schiff nochmal ein Stückchen. Ja? Er knurrt schon mal. Aber wo ist er? Ich sehe ihn gerade nicht. Wo bist du denn? Da drüben. Aber da werde ich dich nicht erwischen, glaube ich. Platsch. Nein. Das war... Ah, da ist er. Bam. Bam. Und nochmal. Irgendwas wird schon treffen. Ja, ich glaube, wir haben ihn kurz erwischt. Nochmal. Das ist super. Nochmal, glaube ich. Wow. Wir haben ja gerade einen Lauf. Du liebe Zeit. Was soll ich denn das hinschreiben? Ja, volle Hitten. Das war nicht schlecht. Der hat richtig gefuttert. Das war sogar ganz schön. Ich bin ein geborener Kanonier. Bam. Hoppala. Das wollte ich nicht. Ich muss auf der rechten Maustaste oben bleiben. Das ist gar nicht mal so einfach. Habe ich ihn erwischt? Ich glaube echt. Das war geplant. Natürlich. Hat er genug? Ich glaube. Ein bisschen noch. Dann hätte man... Ajo. Freilich. Da ist er. Langsam. Und Getcha. Immer wieder rauf aufs Goschat. Und ins Goschat auch. Hat er genug? Ich glaube. Bisschen noch, dann haben wir ihn. Nee, 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 nee. Da hinten, nochmal. Das ist praktisch. Immer schön draufhalten. Irgendwann trifft es schon. Hoppala. Außer man vergisst wieder... Oder man lässt die rechte Maustaste los, dann wird es eher nichts. So, jetzt ist er gleich. Gleich ist er im Eimer. Einmal noch, glaube ich. Da drüben. Ja. Und immer feste drauf. Jawohl, sehr gut. Bravo, bravo. Ich glaube, er ist hin. Supi, supi, supi. 1000 Ruhmpunkte, bist du narrisch. Supi.
War sicher eine feige Aktion. Verdammt, war das ein großer Brocken, was? Seeungeheuer? Hier in der Südsee? In der Tat ist das ungewöhnlich. Sonst sind sie viel weiter im Süden anzutreffen. Ich möchte wetten, sie werden von jemandem dazu getrieben, hier zu wildern. Vom Geisterkapitän Crow? Kann gut sein. Wir sind gut beraten, wenn wir die See im Auge behalten. Das war sicher nicht das letzte Ungeheuer, das uns auflauern wird. Ich kann schwarze Herzen reinigen. Ich kann schwarze Herzen reinigen. Ja. Das konnte ich nie. Ich bin beeindruckt. Jetzt kannst du dir deine eigene Medizin herstellen. Naja, Hauptsache es bringt was. Danke für deine Hilfe bei der Suche nach den schwarzen Herzen. Danke für deine Hilfe bei der Sache mit den schwarzen Herzen. Ja, wie gesagt, ich hoffe, es hilft dir etwas. Wenn du vollständige Genesung willst, wirst du nicht drum herum kommen, deinen Geist wiederzufinden. Ich werde dir so gut ich kann helfen, dein Ziel zu erreichen. Danke, dann würde ich sagen, nehmen wir ihn mal wieder mit, ne? Er war schon so lange Komm nicht mit. Mehr dabei. Ja. Was? Ach nichts, ist schon gut. Das kann warten. Sehr gut. Du solltest mit deiner Crew sprechen. Könnte mir vorstellen, dass der eine oder andere etwas Wichtiges zu sagen hat. Okay, dann fangen wir mal mit ihm an. Pass auf deinen Rücken auf, klar? Danke, das ist wenigstens nett. Mit dir rede ich nicht, Mut, du bist sowieso ganz komisch. Obwohl, die Burschen sind ja da. Hallo, Horax. Bergkristall? Nö. Wen haben wir da? Edward. Und, was sagst du zu der Gegend? Und, was sagst du zu dieser Gegend? Der Dschungel ist die Welt der Wilden. Wenn man weiß, wie man mit ihnen umgeht, können sie sehr nützlich sein. Du meinst als Sklaven? Ich dachte mehr an Waffengefährten, aber wenn du mich so fragst, wer weiß, irgendwann lege ich mir vielleicht einen zu. Wie so ein Hund. Nur schlechter. Ein Speer, noch mehr Speer, noch mehr Speer, 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 meine Crew. Ja, ich habe eine Leiter. Hä? Da kann ich runter? Okay. Zu die Kanönchen. Das hätte ich nicht gedacht. Okay. Gibt es hier etwas für mich zu mitnehmen? Schwerer Goldsack. Wow. Wow. 100 Goldmünzen waren da drin. Rum haben wir da? Fusel vielleicht auch und Grog? Na? Jawohl doch. Rum, Grog, Fusel. Vielleicht irgendwo noch. Hey, cool. Noch mehr Grog? Ich brauche das eh. Rum, noch mehr Grog. Ja, geilo. Ich muss mich auf meinem eigenen Schiff mal ein bisschen umschauen. Das gehört jetzt nicht unbedingt mir, ne? Aber. Nein, nicht raus. Ich will noch mal rein. Huch. Was war denn das jetzt? Kann ich mich blinzeln? Oder war das gerade ein Bug? Das war komisch. Auf jeden Fall Grog und Rum. Hier drüben auch noch was. Noch ein Geldsackel mit nochmal 50 Goldmünzen. Das ist ja nicht schlecht. Ganz und gar nicht schlecht. Was haben wir dann noch hier für Schätze? Noch mehr Gold. Gold und noch mehr Gold. Ein paar Waste-Soten sind hier. Ein Kessel. Ich bin kein Alchemist. Aha. Runenbank. Ich bin kein Goldschmied. Das kann ich nicht. Räucherschale, okay. Das Schiff ist ja voll cool ausgestattet. Aha. Gut, dann gehe ich jetzt wieder raus. Okay. Ja, mit der Crew reden ist leichter gesagt als getan. Die sagen mir da irgendwie nichts. Die Truhe ist leer, ein Bettchen für mich. Was haben wir hier noch Schönes? Ein tolles grünes Feuerchen. Das war's dann, glaube ich, ne? Weltkarte. Klettern könnte ich, aber ich möchte ich nicht unbedingt. Okay. Dann würde ich sagen, Schwesterchen abholen, ne? Hallo, zum Strand bitte. Schwesterchen, ich habe ein Schiffchen. Mein Schiff, bitteschön. Mein Schiff liegt in der Bucht vor Anker. Sehr gut. Dann werde ich ab jetzt mit dir segeln, Captain. Schwierige Lage. Aber wir haben es wieder einmal geschafft. Das mit dem Schiff hast du gut gemacht. Hast du mich gerade gelobt? Ja, aber gewöhn dich nicht daran. Wird nicht so häufig vorkommen. Sprich mal mit deiner Crew. Wird wieder Zeit. Dann spreche ich mal mit dir.
bringt auch nichts. Was ist mit dir? Hab ich dir eigentlich mal gesagt, wie stolz ich auf dich bin? Oh. Bist du? Ja. Du bist ein guter Kerl, der sich um andere bemüht. Mach weiter so. Eine gute Seele wie du ist schwer zu finden in solch schwierigen Tagen. Sie macht mir Angst. Du kannst mir einen Gefallen tun. Anmerkungen zur aktuellen Lage. Gefallen. Du kannst mir einen Gefallen tun. Klar, schieß los. Ich will gegen die Schatten kämpfen. Gut. Aber dazu fehlen mir noch an vielen Stellen die Mittel. Okay, und weiter? Naja, ich hätte da so eine Idee, wie wir an Gold kommen könnten. Du kennst doch eine Menge krummer Hunde hier in der Südsee. Ach so, ich verstehe schon. Du willst mich an irgendwelche reichen Säcke verhökern, um deinen kleinen Krieg zu finanzieren. Stell dich nicht so an, ist doch für die gute Sache. Natürlich nicht. Natürlich nicht. Das traust du deinem Bruder zu? Ich kenne deinen Vater und dem traue ich's zu. Okay, was hast du vor? Nur so als Idee. Piraten vergraben üblicherweise ihre Beute. Nur so als Idee. Piraten vergraben üblicherweise ihre Beute. Es gibt eine Menge Halsabschneider da draußen, die wissen, wo solche alten Schätze vergraben liegen. Wir müssen nur die richtigen Kerle dazu bringen, ihre Geheimnisse auszuplaudern. Ha. Ich soll mich also doch an irgendwelche Kerle ranmachen. Jetzt tu nicht so, als hättest du deine weiblichen Reize noch nie gewinnbringend eingesetzt. Ich könnte sie unter den Tisch saufen. Wie auch immer. Weibliche Reize. Na schön. Ich mach's aber nur, wenn du mich begleitest. Okay, in Ordnung. Wen nehmen wir uns als erstes aufs Korn? Warte mal. Noch vorher eine Anmerkung? Anmerkungen zur aktuellen Lage? Ich halte nicht so viel von den Wilden im Dschungel. Sie halten ihre Frauen wie Sklaven und machen auf großen Mann. Wenn ich so einen Kerl hätte, der würde mich kennenlernen. Richtig so. Na gut, wen nehmen wir uns als erstes aufs Korn? In Ordnung. Wen nehmen wir als erstes aufs Korn? Colby. Einer der Piraten auf Kila weiß etwas. Und er steht auf mich. Er war früher mal auf dem Kahn von Kapitän Degenkolb. Ich möchte wetten, dass ich ihn dazu bringen kann, etwas über den Verbleib von Degenkolbs Gold zu erzählen. Gut, dann nichts wie hin. Vergiss aber nicht, mich mitzunehmen. Sonst wird er nicht reden. Dann komm mit. Komm mit. Du hast schon jemanden, der dich begleitet. Mann, echt jetzt wegen Mut? Oh! Oh Gott. Muss ich das zuerst noch machen? Pfui, Spinne. Naja, okay. So, dann der zweite Kerl, ne? Das warst nicht du. Das warst du, glaube ich, ne? Ja. Mein Schiff. Mein Schiff liegt in der Bucht vor Anker. Willkommen an Bord. Gee, wenn Captain in See sticht, wird Sadek da sein. Wird es nicht mal wieder Zeit, deine Crew zu inspizieren? Da muss ich zurück aufs Schiff. Wenn er das jedes Mal sagt, wenn man ein Crewmitglied hat, dann gehe ich mal zum Schiff, ne? Ja. Ja, Polly. Polly ist süß. Rasier dich! Hey, wo kommst du denn her? Polly Pirat! Seefahrer! Ach was. Na dann, willkommen an Bord, Kleiner. Rasier dich! Okay. Jeder gute Seemann braucht einen Papageien. Ja, rasier dich, lol. Sadek? Großes Schiff, sehr gut. Sadek hat die richtige Entscheidung getroffen. Freut mich zu hören. Du wirst aber jetzt nicht den ganzen Tag nur saufen, oder? Ono. Sadek wird sich nützlich machen. Sadek wird dir Tränke geben, die dich Dinge sehend machen, die kein anderer sieht. Hier, schau. Dieser Trank bewirkt den Blick der Schatten. Kein Schattenwesen wird sich damit vor dir verbergen können. Probiere ihn, wenn die Schatten drohen. Okay, ich sehe was, was du nicht siehst. Okay, danke. Dann schauen wir, was er noch hat. Schon etwas Besonderes hier gesehen? Schon etwas Besonderes hier gesehen? Der Dschungel ist gefährlich. Mhm. Das Volk der Krieger
die in ihm leben, auch. So viele starke Krieger, die nicht am großen Krieg teilnehmen. Sie sollten kämpfen, anstatt sich zu verstecken. Okay, vielleicht sollte ich ihn kurz mitnehmen. Komm mit. Chi, wie du willst. Weil, er ist ja auch ein, mehr oder weniger, ein Geborener. Vielleicht kann er uns helfen, zu verhandeln, ne, zu vermitteln. Weil wir müssen ja schauen, dass wir die Allianz auf Vordermann jetzt bringen, ne? Abtrünnige Piraten, wer war das? Bis morgen, ach ja, genau. Allianz der Piraten, ja, ja. Ja, ja, großes Tor, das müsste jetzt aber schon gehen mittlerweile, oder? Weibliche Reize, Schafar, da, Kila, Kalala. Tafel, Silber, könnte ich noch schauen, ob ich was abgeben kann. Jo. Okay, dann würde ich sagen, wenn wir schon mal da sind, ne? Probieren wir unser Glück. Zum Strand. Probieren wir halt unser Glück, ob der Häuptling uns hier schon weiterlässt. Ob wir jetzt schon durch das große Tor können. Mut ist weg, ne? Mysteriös. Jetzt ist Mut auf einmal weg. Naja, wird schon wieder kommen. Gut. Ich bin leicht verwirrt. Nichts Neues. So, ich möchte noch kurz, wenn wir schon da sind, mit dem Häuptling reden. Oder soll ich mich gleich direkt hier hinporten und schauen, ob wir rein dürfen? Ach, ich probiere es mal hier kurz beim Häuptling. Vielleicht hat er noch irgendwas zu sagen. Wir gehören jetzt ja einer großen Gemeinschaft an. Vielleicht bewirkt das ja schon was. Da, guten Tag. Tap. So, gesund sind wir. Capo, Captain. Volk von Kila schnell zornig, wenn wir ihre Ahnen nicht ehren. Ja? Nein. Er hat nichts für uns. Vielleicht kommt es ja auch erst viel, viel später. Kannst du mir das beibringen? Handeln. Das scheint alles unverändert zu sein. Dann probiere ich noch mein Glück unten. Hier, ob ich doch jetzt durchs große Tor durch darf oder ob das jetzt wirklich noch dauert. Kann ja sein. Große Himmelsmauer macht Sadek durstig. Dann nimm ein. Ich habe das alte Wissen gefunden. Ich habe das alte Wissen gefunden. Es war in einem fernen Land namens Kalador. So, verstehst du denn auch seine weisen Worte? Nein. Dann finde erst jemanden, der dir die weisen Worte des alten Wissens entziffern kann, Gucho. Erst dann kehre zu mir zurück. Aha. Und erst dann darf man hier durch, oder was? Na, großartig. Okay, dann halt nicht. Gut, hier kommen wir nicht weiter. Dann würde ich sagen, gehen wir zum Schiff zurück und segeln nach Taranis und machen unsere Crew vollständig, oder? Also in See stechen. Taranis, ja bitte. So. Ist echt ein schönes Schiffchen. Mir gefällt es wirklich gut. Mut verlässt die Gruppe, okay. Ja. Immer noch schlechtes Wetter hier. Gut, dann würde ich sagen, müssen wir ins Magierlager rauf. Dahin bitte. Ja, bitte. Und die zwei Gnümchen einsacken. Ali, also Ali Baba und die 40 Räuber. Und den anderen Kerl. So, wo war jetzt Ali? Jetzt muss ich den natürlich wieder suchen. Kasim. Das hier war nur der Häuptling, glaube ich. Abbas. Genau.
War Ali unten irgendwo? Auf jeden Fall, Jafar ist die leichte Variante, weil der steht noch immer da. Hallo Kumpel, und zwar wegen Jafar dem... ist großer Seefahrer-Gnom. Ja. Jip, jip. Jafar ist großer Seefahrer-Gnom. Jip, jip. Mitnehmen? Ist das jetzt automatisch? Oder habe ich jetzt was falsch gemacht? Habe ich vorher schon was falsch gemacht? Okay, ich glaube, das wird nichts. Und dann halt noch, wo war jetzt Ali schnell? Crew Jafar anheuern. Ah, so war das. So war das. So, den kleinen Gnom Ali. Ist da zufällig? Nein, dann ist es eine eigene Quest gewesen, glaube ich, ne? Mit Ali. Warte mal, warte, warte, warte. Taranis, da Feinschmecker. Ah ja, das geht. Weiß nicht, ob das schon geht. Ach du Heilige. Okay, ich hatte gehofft, dass ich... ich hatte gehofft, dass ich jetzt Ali recht kamott finde, aber... Okay, eines Tages hab ich gefunden. Wird Ali... Ein großer Wächter? Ja, richtig. Woher weißt du? Dein Meister hat mir davon erzählt. Matar Jafar? Schlauer Gnom. Du machst deinem Meister große Sorgen. Du machst deinem Meister große Sorgen, Kleiner. Nein, nein. Nicht Sorgen machen muss Jafar. Ich werde Kämpfer sein und wirken Magie. Ali dann stark und nicht mehr brauchen, Jafar. Ich habe deinem Meister versprochen, dir zu helfen. Ich habe deinem Meister versprochen, dir zu helfen. Homie Halpo? Gute Sache, das. Ali braucht Menschenfürsprecher für General Magnus. Sonst er mich niemals aufnehmen bei den Wächtern. Du gehst zu General. Sprechen mit ihm. Ali wird dich begleiten. Na dann. Neuen Kadett anmelden. Okay. Magni steht da. Hallo. Magnus. Entlohnung anzubieten. Gnom bei Kadetten auf. Kleinkampftraining. Nehmt ihr auch Gnome bei Kadetten auf? Nehmt ihr auch Gnome bei den Kadetten auf? Als Kadetten? Du machst wohl Witze. Gnome sind nicht gerade das, was wir hier brauchen. Ach so, aber für euch arbeiten lassen könnt ihr sie schon, ja? Du redest doch von Ali, oder? Er will schon Wächter werden, seit er hier angekommen ist. Zugegeben, der Kleine hat schon viel geleistet hier im Lager. Dann bilde ihn aus. Na gut. Überzeugt mich. Ich habe keine Zeit, ihm alle Grundbegriffe beizubringen. Zeigt mir, dass der Kleine wenigstens kämpfen kann. Und ich überlege es mir eventuell, ihn zum Kadetten auszubilden. Okay. Entlohnung anzubieten. Was hast du mir denn als Entlohnung anzubieten? Ich kann dir Kristalle, etwas zur Verbesserung deiner Gesundheit oder Gold geben. Gib mir Gold. Gib mir das Gold. Wie du willst. Möglicherweise sollte ich meine Einstellung gegenüber Anhängern anderer Gemeinschaften nochmal überdenken. Möglicherweise. Wie auch immer. Vielen Dank für deine Hilfe. Was als nächstes? Was liegt als nächstes an? Wir Wächter haben dafür zu sorgen, dass das Lager sicher bleibt. Des Weiteren müssen wir den Reaktor zum Laufen kriegen. Erst wenn die Magier das Ding gestartet haben, können wir mit Gewissheit sagen, ob er auch die Insel schützen kann. So lange müssen wir mit allem rechnen und das Lager sichern. Erasmus ist der Magier, der sich um den Reaktor kümmert. Am besten hilfst du ihm dabei. Ich befürchte, alleine ist er damit überfordert. Mach ich, wenn ich die Zeit finde. Danke. Und bitte. Ali, hast du das gehört? General Magnus wäre eventuell bereit, dich auszubilden. General Magnus wäre eventuell bereit, dich auszubilden. Du wärst dann zwar noch kein Kadett, aber hast schon mal einen Fuß in der Tür. Yippie! Langsam. Er will erst sehen, dass du die Grundbegriffe des Kampfes beherrschst. Ali kann kämpfen wie ein Panther. Ich werde es dem General zeigen. Aber wie? Schaukämpfchen. Wir machen einfach ein kleines Schaukämpfchen. Genau. Ja, aber du bist viel größer als Ali.
Sagtest du nicht, du seist stark wie ein Panther? Mhm. Ja, aber du darfst dich nicht wehren, sonst wird Ali nicht kämpfen. Na schön. Ich lass mich von dir schlagen, bis ich am Boden liege. Das sollte den General überzeugen. Yippie! Gute Idee. Du sagst, wenn es losgeht, ja? Okay, im nächsten Part dann. Also ihr Lieben, das war's für heute. Ich bedanke mich von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!